Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich versuche es mal mit einem anderen Tenor hier im Prinzip zu dem Antrag Stellung zu nehmen. Die CDU-Fraktion hat einen Antrag zum Tarif Treue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen gestellt. Dieser wird dann hier heute im Parlament beraten und soll dann auch direkt abgestimmt werden. Wir hätten eigentlich erwartet, dass solches üblicherweise zunächst in den Fachausschüssen gegebenenfalls auch mit weiterer Expertise beraten wird, denn Tarifverträge sind ja bekanntlicherweise genau wie das Wettbewerbsrecht eine hochkomplexe Materie. Jetzt können Sie natürlich sagen, das Thema hatten wir schon mal in dieser Legislaturperiode. Ich habe dann auch selber im Prinzip nachrecherchiert und festgestellt, dass ich am 9. November 2012 zum selben Thema schon mal geredet habe und könnte eigentlich diesen Redebeitrag weitgehend hier wiederholen. Das alles beiseite lassend, möchte ich mich dennoch auf den Inhalt des Antrags der CDU einlassen. Zunächst im Allgemeinen. Als ich ihn las, kam mir die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung in den Sinn. Im September 2015 haben die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen diesen Weltzukunftsvertrag in New York vereinbart. Darin sind 17 Ziele festgelegt. Laut Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, sollen sie helfen, allen Menschen weltweit ein Leben in Würde zu ermöglichen. Sie sollen den Frieden fördern und dazu beitragen, dass alle Menschen in Freiheit und in einer intakten Umwelt leben können. Zitat Ende. Im Absatz 11 oder im 8. Ziel heißt es konkret, gute Arbeitsplätze und wirtschaftliches Wachstum. Ich darf auch hier noch mal aus der gleichen Quelle zitieren. Voraussetzung für nachhaltiges und inklusives Wirtschaftswachstum ist, dass es genügend Arbeitsplätze gibt und dass die Arbeitsbedingungen menschenwürdig sind. Deutschland engagiert sich deshalb intensiv für die Förderung der Beschäftigung und für die Einhaltung von Sozialstandards. Zur Erinnerung, das ist nicht das Kommunistische Manifest. Ich zitiere den Text eines CSU-geführten Bundesministeriums für einen Vertrag der Vereinten Nationen. Ihr Antrag widerspricht in seiner Begründung diesen Vertrag. Sie fordern in Ihrer Antragsbegründung die Wiederabschaffung des nordrhein-westfälischen Tariftreu- und Vergabegesetzes. Bis heute leugnen Sie den großen Fortschritt, den dieses Gesetz ermöglicht hat. Stattdessen sehen Sie das Gespenst der Bürokratie durch dieses Bundesland geistern. Vielleicht wäre es an der Zeit, am Grundsätzlichen nicht weiter zu rütteln, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, wenden wir uns der Gegenwart und der Zukunft zu. Die rot-grüne Landesregierung ist genau im Augenblick dabei, die eingangs angesprochene Verordnung zu überarbeiten. Ich muss zugestehen, persönlich haben wir Grüne und ich auch viel Sympathie dafür, dass im Zuge dieser Überarbeitung für den ÖPNV weitere Tarifverträge anerkannt werden. Dann können mehr Unternehmen als bisher am Wettbewerb für öffentliche Personenverkehrsdienstleistungen teilnehmen, aber nicht als Schnellschuss und nicht als Sonderrest für einen einzelnen Tarifvertrag. Da wünschen wir Grüne uns, dass genau gearbeitet wird, dass die Landesregierung sorgfältig abwägt und entscheidet, welche Tarifverträge anerkannt werden sollen und welche nicht. Deshalb werden wir ablehnen, die Landesregierung unter künstlichen Zeitdruck zu setzen und per Rosinenpicker-Methode einen einzigen weiteren Tarifvertrag sofort anerkennen zu lassen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können sicher sein, dass die rot-grüne Landesregierung ihre Interessen am besten vertritt. Und auch die Unternehmen werden von uns gut vertreten. Schützen wir doch alle redlich arbeitenden Unternehmerinnen und Unternehmen vor unlauter mit Sozialdumping arbeitenden Wettbewerbern. Rot-Grün sorgt für Fairness bei der Beschäftigung wie im wirtschaftlichen Wettbewerb heute und in Zukunft. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Beuth.